Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute züchten wir uns eine riesige Armee von Askwinds. Aber nebenbei werden wir natürlich die Mistlands weiter erkunden. Aber bevor wir das tun, ich weiß nicht genau, ich glaube, ich hatte vor der Aufnahme schon Haas abgeholt, ne? Oder? Keine Ahnung, ich guck mal nach. Ich meine ja, ne? Nee, gut, dass ich nachgucke. Perfekto. Hör damit und tschüss. Und natürlich nochmal zur Felderbase. So, hier müssen wir natürlich wieder ein Momentchen warten. Und ich habe auch überlegt, die ein bisschen weiter auseinander zu machen und das nochmal zu pflanzen. Aber andererseits ist da jetzt auch so viel Zeit reingeflossen, ne? Und es funktioniert ja irgendwie auch so. Keine Ahnung. Aber das ist irgendwie immer so ein Gewarte und Gewürfel, ob hier überhaupt irgendwas kommt. Ein Plan. Irgendwie brauchen wir da eine Art System, wie wir das machen, oder? So ein bisschen. Ich wüsste aber nicht, wie und was für ein System. Weil es scheint ja völlig chaotisch zu sein. Übelst random einfach. Halt, hier rum. Stimmt, was man machen könnte, übrigens, wäre, warte mal, 1, 2, also müsste ich die beiden oder die beiden oder die beiden. Ich mach mal den und den weg. Dann können wir nämlich durchgehen. Nicht, aber den und den. So. Und dann können wir das gleiche hier auch machen. Moment. Der und der. Der. Also der hier und der hier. So. Und natürlich hier auf dem Boden. So, dann kommen wir hier nämlich durch. So, ich hoffe, das hat jetzt keine Pflanzen zerstört, ich glaube aber nicht. Da, ne, und es kommen wieder keine Beeren. Och, Mann. Doch, da sind welche. Nicht. Hä, das sah gerade übel so aus. Ach, durch das Grün. So. Nö, ja gut, komm, ist mir auch zu blöd. Dann halt nicht. Auf Wiedersehen. So, sehr gut. Ja, dann gehe ich mal nach unten und schmeiß den Stuff schon mal direkt in die entsprechenden Truhen. Beeren, Edelholz und der ganze Krempel. Halt nicht Kräuter, sondern Beeren. So. Ja, immerhin schon zwei Stacks davon voll. Dann Magie. Edelholz. Hier. Und Teer direkt daneben. Zack. So. Perfekt. Ja, dann, ich glaube, es ist ja direkt morgens, ne? Ich guck mal kurz, ob wir unten in der Produktionskette noch irgendwas haben. Gut möglich, dass Met fertig ist, aber hatten wir, glaube ich, frisch angemacht, ne? Jo, gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt in die Mistlands und erkunden weiter, wa? Or? Würde ich nämlich sagen. So, dann mache ich mal so. Und soll ich die Kapuze aufsetzen? Ja, weil wir sind ja nicht nachts unterwegs. Hä? Passt schon. Und dann gehen wir durchs Reiseportal. Glaube ich, ja. Stimmt, die beiden Portale kann ich auch in die Dingens packen, ne? Fällt mir gerade ein. Können wir später machen. Mal gucken. Erstmal hindurch. So, Energieschild. Dann Portal weg. Damit. Und das hier. Gut, wir haben die Ressourcen alle. Wie stäbe ich mittlerweile dabei habe. Auch hier Dundre. Finde ich gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Können wir eigentlich zurücklassen, ne? Oh, das sieht so Hammer aus. Finde ich. Aber gut. Viadukt, Titanschwerthaufen. Ja, theoretisch das hier. Ah, nee, das lasse ich. Ich gehe hier so und dann hier so hoch. Also so lang. Vielleicht sind da irgendwo Schädel drin in diesem Wald. Deswegen gehe ich doch mal auf den Boden der Tatsachen. Hier haben wir eine Wurzel. Da sehe ich eine Laterne. Das könnte auf Zwerge. Ja, da ist eine Base. Ja, da fangen wir direkt mit einem Trollfest an, wa? Ich gehe mal hier so rum. Dann packen wir den Troll aus. Und dann würde ich sagen, viel Spaß, Leute. So, einen da rein. Und noch ein Druck. So, ich gehe mal beiseite. Alter, man sieht nichts. Diesen Raucheffekt haben sie schon ein bisschen übertrieben, oder?
Huch! Es gibt Gewitter. Das sieht überhaupt nicht nach Gewitter aus. Ich muss auch unter das Fenster schließen. So. Ich hoffe, der Schall ist jetzt nicht so hallig, wenn das Fenster zu ist. Ich glaube aber, das geht. Oh, ist einer gestorben? Ich glaube, ja. So. Ja, genau da treffen. Sehr gut. Vor allem brennen sie dann. Das macht richtig schön Damasch. So. Der ist schon mal tot. Der mit dem Stern, ne? Ist auch ein Frostmagier. Nee, Feuer. Frost oder Feuer? Erkenne ich schlecht. Ich glaube, der hat einen Feuerball gezaubert. Los, noch ein. Noch ein Hit. Auf Wiedersehen. So, war's das oder... Der greift mich an. Der andere hat, glaube ich, noch einen entdeckt. So. Tschüss. Dann gucke ich mal, wo läuft er denn hin? Keine Ahnung. Ich gucke mal, ob hier noch Zwerge leben. Stimmt, ich hätte außerdem mal gucken sollen, ob überhaupt Kisten sind. Ich glaube aber ja, oder? Hä? Was hat denn... Warum habe ich gerade Schaden gekriegt? Das habe ich nicht verstanden. Der ist doch nicht feindlich, ne? Nee. Aber das ist, glaube ich, der letzte Überlebende. Oh, ist sogar ein Heilmagier. Ich sollte den mal irgendwie hier runterschieben, glaube ich. Ich gehe mal hier hin. Weil mit dem will ich mich nicht anlegen. Ist das ein Mensch? Jo, bin ich. Ich bin ein Mensch. Glaube ich zumindest. Hat zwar blau leuchtende Augen, aber das haben wir hier irgendwie alle in dieser Welt. So, geh mal bitte bei... Seite. Verdammt, ich krieg den da nicht raus. Verzieh dich. Ja, weil er auch immer in die Ecke wieder reinläuft, ne? Der ist festgeglitscht. Soll ich ihn umbringen? Ja, ich riskiere es. Komm. Tschüss. So. Dann nehmen wir die Axt. Und machen das hier kaputt. So. Sehr gut. Dann bauen wir hier ein Dingens und ein Bummens. So. Und hör mit dem Stuff. So. Alles aufgesammelt. Ich schmeiß mal wieder alles davor. Ne? Hier so. Können wir immer noch sortieren. So. Ah, hier ist so ein Dwergerkrug. Da wissen wir schon, wo der hinkommen wird. Zu unserem Stallgefass. Natürlich. So, hier noch. Ja, hier noch eine Laterne. Komm, warum auch nicht. Da war ein bisschen Weichgewebe. Hervorragend. Da liegt kein Loot. Ich gehe mal einmal rum. Ah ja, na klar. Die gibt es ja auch noch. Hör damit. Und da nochmal. Da wird es, glaube ich... Ah doch, da komme ich oben ran. Aber ich glaube tatsächlich, ich habe jetzt mir auch den Weg nach oben komplett verbaut, ne? Ich denke nicht, dass wir da noch irgendwie hinkommen. Mal gucken. Kriegen wir schon hin. So, hier hoch. Na los. Hier. Nee. Liegt da oben. Das hier sollte nach vorne fallen. Nee, hier ist es. Gut. Und da ist noch eins. Ja, die liegen jetzt immer da oben drauf. Hm, ich versuche mal einfach irgendwie da hochzukommen. Hier ist ja noch ein bisschen Treppe. Oh Mann. So, da ist blaue Jute. Da sehe ich welche. Ich versuche mal auf der Fensterbank zu landen. Geht sogar, sehr gut. Aber ich komme hier dann nicht mehr weg, ne? Ich glaube, ich muss jetzt wieder zur Treppe. Und mal gucken, wo sind denn die anderen? Da liegt nur Kupfer. War das alles schon? Ah, ich glaube, die liegen jetzt da unten oder so, ne? Warte mal. Da auf diesen Dingern, glaube ich. Ja. Na super. Und der hier, hat der eine Kette? Droppt das eine Kette? Die könnte jetzt vielleicht oben liegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange das dauert, bis das hier einkracht. Ich falle einfach mal. Oh, es kracht ein. Sehr gut. Ich will nur gucken, ob da oben drauf eine Kette liegt. Gut möglich, dass da keine liegt, aber who knows. So, mach kaputt. Keine Ahnung, wie viel Schaden wir daran machen.
Also schon klar, das steht zwar eine Zahl, aber wie lange es deswegen dauert, das Ding zu zerstören, weiß ich nicht. Na also, liegt da irgendwas? Nee, ne? Da liegt nur Stein, gut. Ich glaube aber nicht, dass das eine Kette gab. Ich glaube nicht. Gut. Ansonsten. Das alles hier. So, ich will auf jeden Fall natürlich kein Weichgewebe oder so zurücklassen. Wir haben nicht ein Weichgewebe gekriegt? Eins. Das kann doch nicht sein. Waren hier oben nicht Truhen? Sind die alle... Da ist noch ein Krug. Zwei sogar. Yes. Hör damit und hör damit. Beziehungsweise runter damit. So. Aber ich wundere mich jetzt ein bisschen, dass hier so wenig Weichgewebe ist. Hätten wir uns das ja auch sparen können, bin ich ehrlich. Aber gut, was soll's. Ich schmeiß mal hier diesen ganzen Müll weg. Dann sammle ich mal den wertvollen Stuff auf und sortiere aus. Das brauchen wir nicht, das ist Müll. Das ist Müll. Zwei Sudlingskerne sind auch Müll. Weichgewebe, Kupfer. Sucherfleisch und Teamwasser schmeiße ich mal weg. Dann noch mehr Kupferschrott, das schmeiße ich auch weg. Krautzwergenauge, Edelholz, Dwergerkrug. Dwergerkrug. Holz, Edelholz. Waren hier nicht drei Krüge? Ach, sind die auch drei. Sehr gut. Ja, dann das und das deckt sich mit dem Portal. Das heißt, hindurch. Huch, da dachte ich, ich kann noch einen Schluck Tee nehmen. Und dann sind wir plötzlich schon da. So. Die nehme ich mit nach oben. Den Rest schmeiße ich hier runter. Und zwar alles. So. Und die packe ich mal hier hin. Und ich glaube, Moment, ich mache mal kurz was. Ich gehe mal nach unten. Und repariere alles. Und ich würde sagen, wir packen Dundre mal weg. Weil den benutzen wir sowieso nicht. Und der verschwendet tatsächlich nur Platz. Die anderen Stäbe sind alle top. Wie wir festgestellt haben. Flauschi! Ja, der traut sich jetzt nicht mehr in... Keller, ne? Verstehe ich. So, und zwar machen wir Dundre hier hin. Trollstab sollte ja ganz rechts sein. Wurzelstab da. Das heißt, hier kommt Dundre hin. Also hier. Hüpf. So. Ja, und den Rest behalten wir natürlich. Und dann mache ich mal so. So und so. Dann gehen wir nach oben. Und wir können uns theoretisch auch direkt pennen legen, ne? Weil es ist schon abends und wir müssen ja nachts nicht mehr irgendwo hin. Gott sei Dank. So, perfekt. Genau noch drei Stellen frei. Also 6, 7, 8. Ja, hervorragend. Dann können wir die nämlich auch ab jetzt einfach zurücklassen. Ich wollte nämlich genau hier, ne, so ein paar von diesen... originalen Krügen, die man nicht herstellen kann, hier hinstellen. Und das habe ich jetzt getan. So, ich würde sagen, ich gehe mal pennen, wa? Also, gute Nacht. Guten Morgen. Und dann würde ich sagen, wir jumpen mal hier direkt runter. Und zwar nach ganz unten. Hui! Und guck mal, wie es unseren Askwinchens geht. Vor allem Askwin-Babys will ich gerne mal sehen. Sind doch bestimmt super cute. Oh, sie sind geschlüpft. No, wie süß. Schlüpfling. Die sind ja übel winzig. Wie knuffig sind die denn? Ein Schlüpfling. No. Und hier sind natürlich unsere Dicken. Und die züchten wir natürlich, ne? Aber die müssen erstmal ausgewachsen sein. Oh, ist das cute. Die sind ja übelst klein. Na. Ja, und dann würde ich sagen, schmeißen wir hier nachher was hin. Ich habe ja auch gesagt, dass wir theoretisch den Zuchtturm erweitern müssen. Aber da fiel mir ein, das geht ja überhaupt nicht, weil das sind ja eierlegende Viecher. Alter, was geht denn da draußen ab? Oh. Eben gerade war einfach nichts von Gewitter. Plötzlich ist so ein Platzregen. Holy shit. Okay. 7.8. ist es. Wir haben es 14.48 Uhr, falls ihr euch wundert. Und ich bin in Hamburg. Oh, mir geht's richtig los. Okay, ja, wir haben die Askwins. Die sind geschlüpft. Das finde ich hervorragend.
Da müssen wir nur noch warten, bis die ausgewachsen sind. Und dann schmeißen wir hier ordentlich Futter hin. Das hier können wir theoretisch... Nee, das muss noch liegen bleiben, damit sie, wenn sie Eier legen, die auch schlüpfen. Ne? Obwohl, ich überlege gerade, wir könnten auch das voneinander trennen, damit die immer schön weiter Eier legen. Aber mal gucken. Aber zuerst müssen sie sowieso erwachsen werden. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen wieder in die Mistlands, oder? So, hier lang. Und hier hinein. So, dann nehmen wir natürlich sämtlichen Stuff mit. Und damit ebenfalls. Hauptsache, wir haben es im Inventar. Das ist das Allerwichtigste. So. Und ich hatte hier hinten, glaube ich, auch... Theoretisch könnte sich das jetzt stacken. Das Sucherfleisch, der Suttlingskern. Da komme ich nicht dran, ne? Ich gehe nochmal rein und sortiere nochmal aus. Das hier, das hier, das hier. Tschüss. Ja, ich werde bestimmt gleich wieder was aufsammeln, wenn ich hier so durchgehe. Oh, Energieschild. Hui. So. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nach da. Ein Stück. Ja, da meine ich, ne? Ich sammle wieder irgendwas auf. So, und hier hoffe ich natürlich auf Schädel oder wieder eine Zwergenbase. Und diesmal sollen da bitte ganz viele Kisten sein. Also ich weiß, wir haben zwar keinen akuten Bedarf mehr an Weichgewebe, aber das ist halt so eine wertvolle Ressource. Ihr wisst es ja selbst, ne? Da kann ich sie dann nicht zurücklassen. Und dann einfach darauf warten, dass wir irgendwann Weichgewebe brauchen. Alter, Wetter! Holy shit, was geht da ab? Da kommt ja ein ganzer Ozean vom Himmel. Holy crap. Okay. Wir haben unser Wetter kaputt gemacht. Okay, ich halte schon die Klappe. Schädel. Nix. Ah. Ne Base. So. Oh, Frostmagier. Das ist natürlich schade. Oh, zwei Sterne Feuermagier. Und ein Heilmagier. Das hier ist natürlich ein richtig heftiger Magier-Squad. Der Frostmagier macht extra Schaden an unseren... Trollen. Und der hier vor allem, ne, der Heiler, der hielt die ganze Zeit Schaden, der ausgeteilt wurde, wieder hoch. Und hier sind aber ordentlich Kisten. Oh ja. Vier. Und nochmal vier. Alter, hier sind zwei Schurken obendrauf. Warte mal, ich mach das mal folgendermaßen. Ich schmeiß mal hier einen Troll hin. Und hier. So, na komm. So. Und ich baller mir mal sämtlichen Punkt. Habe ich nur die Flasche hingestellt? Ich glaube, ihr habt gerade andere Probleme. Aber ich glaube, der ist schnell Geschichte. Das heißt, ich mache sofort einen weiteren, wenn der down ist. Ich glaube, da ist schon einer down, ne? Nee. Gut. Wo ist denn der zweite? Ach, du, beide sind da drin, oder was? Ich glaube ja. Einer ist down. Und direkt noch einen zweiten rein. Hätte ich hier vorne hin platzieren sollen, ne? Damit die alle schön Explosionsdamage kriegen. Ah, doch, aber der Troll räumt schon auf. Ja! Aber bringt gar nichts, ne? Weil der Healer, der macht seinen Zauber. Das war sein Damage-Zauber. Hauptsache, sie machen sie platt. Sehr gut. Ah, blaue Gute. Oh Mann, ich tue mir so leid, die Zwerge. Fast. Fast ein bisschen. Oh ja, da merkt man, ne? Der Frostmagier. Der macht richtig, richtig saftig Damage. Bam! Und da ist wieder einer down, glaube ich. Ja. So. Ich glaube, der zwei Sterne. Ist der zwei Sterne Fuzzi schon down? Ich glaube, ja, ne? Huch. Ach, das war von dem Feuermagier. Oh. Krass. So. Er hat genau sein Heal gemacht und während er brennt. Und noch nicht. Los, tötet ihn schnell. Yes.
Und der Feuermagier. Ah, da ist er. Mit den zwei Sternen. Aber die haben ja eine Stärke gegen Feuer, natürlich. Sind ja immerhin Wesen aus Feuer. Nein, 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 nein. Mich ignorieren. Kümmere dich um den Zwerg. Ist der andere gerade down gegangen? Ja, ne? Nee. Der feilt da noch. Gut. Ich will wissen, wie viel Life der... Da ist er. Der Life-Balken. So. Der ist auch down. War's das? Oder... Ich glaube nicht. Da ist immer noch der Feuermagier. Oh, vielleicht sollte ich mir mal ein Energieschild machen. Und dann mache ich dich platt. So. Dann Mana aufladen. Der Feuermagier ist da unten, ne? Wie viel Life hast du denn noch? Nicht mehr so viel. Der ist gleich down. Och, das mit den Lebensbalken nervt echt. Da ist er jetzt. Ein Hit noch. Shit. Der andere Troll, ist der weg? Ist der abgehauen oder? Ich glaube, er ist sowieso der letzte Überlebende, ne? Komm. Na gut. Hat sich das erledigt. Oh, hier kracht alles ein. Ist natürlich auch bequem. Ich würde sagen, wir... So, was für ein Geräusch? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir bauen hier mal das Portal einfach hin. Kann ich schon mal die Sachen zusammentragen. So. Und auch den ganzen Müll, den ich nicht brauche, entsprechend aussortieren. Oh ja, Weichgewebe. Ah, er lebt ja auch noch. Hier, komm. Achso, wieso noch? So, tschüss. Ja, hier noch eine Laterne. Ich trage zu viel. Ah, hier von dem ganzen Müll. Dann schmeiße ich das hier mal davor, oder? So, 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 so. Das hier, das nehmen wir mit. Edelholz, das, die Laterne. Was habe ich schon hier hingeschmissen, oder wie? Nö. Können wir denn so schnell? Ach so, immer wegen denen. Müll, Müll. Alles Müll. Halt, die Laterne nicht. So, so, so. Und wieder überladen. Weg damit, weg damit. Da ist nur das. Hier ist noch ein bisschen Gold. Stimmt. Könnten wir unten gucken, ob da vielleicht Viecher, also Zwerge gestorben sind. Die dann entsprechend Weichgewebe gedroppt haben. Mal gucken. Sieht aber nicht danach aus. Ich glaube, die sind alle hier oben gestorben. Na gut. So sei es. So, gib mal das auch her. Dann haben wir das mal hier wegsortiert. So, das schmeiße ich mal hier hinten hin. So wie das. Das ist Müll, das ist Müll. Ja, das hier ist auch Müll. Auch Gold brauchen wir nicht. Holz eventuell, aber eigentlich auch nicht. Mit Glasierholz nehme ich mal mit. So. Und was haben wir hier? Noch ein bisschen mehr Crumple. So. Noch mehr Weichgewebe. 10 Stück. Sehr gut. Kupferschrott. Da ist noch mehr Weichgewebe. Das hat sich vielleicht auch gestackt. Das schmeiße ich mal hier so runter. So. Weg damit, weg damit. Weg damit. Und das sind nochmal... Ja, das ist nur einer leider. Einer leider. Ah, hier ist noch was. Weg damit. Weg, 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 weg. Gold, blaue Jute. Oh, hier ist ein Hase gestorben. Naja, gut. Ja, Holz. Keine Ahnung. Das Holz nehme ich mal auf und schmeiße es dahin. Nee, das nehme ich mit. Sonst deckt sich das hier mit und dann haben wir zu viel. Ich nehme Weichgewebe, Laterne, Laterne, Jute, Kupfer. Wir haben noch zwei Plätze frei. Das Edelholz deckt sich mit dem Portal. Dann nehme ich mal hier den Extraktor mit. Sudlingskerne deckt sich ebenfalls. Und Yggdrasilholz nehme ich noch mit. Ja, das bringen wir erstmal zurück. What I say. Schlepp, schlepp, schlepp. Zum Lootloch, alles runtergeworfen. Ja, ich hatte überlegt, dieses Hasenzeug, das hätte ich mir jetzt eigentlich auch sparen können.
Aber gut, jetzt haben wir's. So, alles runter. Und ich überlege, theoretisch könnten wir wieder pennen gehen. Ist aber noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, wir haben gerade Mittag vorbei. Dann können wir noch ein bisschen.